So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Abarth. Die zentrale Autoglas ist vor Ort. Und zwar geht es heute tatsächlich los mit Scheiben einkleben. Und wie es kommen musste, beziehungsweise wie es kommen soll, Lars ist auch am Start, muss natürlich eine Leitglasscheibe rein. Ja. Weil auch bei diesem Fahrzeug muss natürlich eine leichte Scheibe rein. Ursprünglich sind wir auf diesen Gedanken gekommen für Limo. Das machen wir gleich noch weiter. Damals haben wir ja damals mit angefangen mit den dünnen Scheiben eigentlich für die Limo. Machen euch hier mal so eine Infokarte rein, dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Wie war das doch gleich? Eine Originalscheibe ist von der Dicke her ungefähr wie dick? Also egal welche, also generell. Auf jeden Fall dicker als unsere leichte, aber die wird roundabout irgendwas zwischen 4 und 5 mm haben. Mhm. Je nach Alter des Fahrzeuges, je nach Scheibenhersteller. Das heißt, die Scheiben sind ja generell so aufgebaut, wir haben eine innere, eine äußere und dazwischen ist die Folie. Genau. Und die Leitglasscheiben von euch sind jetzt wirklich bis aus Minimum runtergebrochen? Das, was momentan wir technisch darstellen können, ja. Also wir sind jetzt auf 1,6 mm Glas, 0,76 mm Folie und 1,6 mm Glas. Und die Folie darf man nicht dünner machen, das ist vorgeschrieben, dass sie 0,76 mm hat. Und wenn man jetzt hier so drauf guckt, sieht man halt auch, wie scheiße dünn diese Scheibe ist. Weil da hat man wirklich schon fast Angst, die hochzuheben, ne? Kann man ganz entspannt hochheben, die hat also die gleichen Zulassungen wie die dicke Scheibe auch. Also, wir haben tatsächlich eine Scheibe mit Zulassung, können die einfach einkleben, fertig, Auto ist leichter, funktioniert auch bisher problemlos. Ne? Bei Salem in dem BMW ist auch schon eine drin, in dem Oma-Golf ist eine drin, so ein paar habt ihr mittlerweile ja schon eingesetzt. Ne? Ja, also wir können ganz klar sagen, Salem in BMW, ich weiß nicht wie viele Runden der Bilzer Berg gefahren hat, eine Scheibe hält. In einigen anderen Track-Tools haben wir mittlerweile auch Scheiben eingebaut, ja, die halten auch. Und die 300 km/h Grenze gebrochen im Oma. Stimmt, ja, die hat ja so, stimmt. Hat auch die Scheibe gehalten. Tatsache, ja, stimmt, die war da sogar schon drin. Okay, also, wie sich das zu diesem Projekt gehört? Also A, können wir eh keine alte Scheibe reinmachen. Ich glaube, das war sogar fast noch die erste. Also ich habe es in unserer Familiengeschichte auf jeden Fall nicht getauscht. Könnte sein, ja. Das heißt, da muss eh eine neue rein. Deswegen natürlich gleich die Leitglas. Aber einmal bin ich euch auf jeden Fall schuldig, dass wir das Ganze durchnehmen und mal gucken, wie viel wir da am Ende sparen können. So, letztes Mal gab es ja hier Ärger. Ärger nicht, aber es gab ein paar freundliche Hinweise, dass wenn ich mich selber wiege, ich natürlich nicht das Ding in der Hand nehmen darf. Sonst würden wir da ja wieder... Faken. Boah, abgenommen hier. Ich wollte gerade sagen, viele Schichten Klamotten an, wa? Nee, aber eher abgenommen sogar. So, jetzt fangen wir mit der hier erstmal an. Erstmal die Originalscheibe, da sind natürlich noch ein paar Gramm Kleber drauf, aber wir wollen jetzt ja nicht zu genau werden. 11,90. Ganz schön schwer für so eine Arbeitsscheibe, ne? Ja, also Glas hat 1 mm dick, 1 Quadratmeter ungefähr 2,5 Kilo. Das ist schon... So, also die fässt sich auf jeden Fall gleich schon leichter an. 9,15. Das heißt, wir haben fast 3 Kilo gespart. Ja. Schon nicht schlecht, ne? Ja. Muss man einfach immer mal so realistisch sagen, eine neue Scheibe musste eh rein. Wenn wir jetzt an der Scheibe knappe 3 Kilo sparen, bisschen Kleber, dies, das, jenes, lasst es 2,5 Kilo sein. Einige von euch werden sagen, 2,5 Kilo, was sind 2,5 Kilo? Wenn so ein Auto aber am Ende nur noch 900 Kilo wiegt, sind halt 2,5 Kilo Schongewicht. Ne? Und was bei den Scheiben wirklich zu beachten ist, wo die 2,5 Kilo gespart sind. Ne? Mhm. Die sind gespart in der oberen Hälfte des Fahrzeuges, wo ich eigentlich so gut wie keine Chance habe, Gewicht zu sparen. Es sei denn, ich mache natürlich Carbon davon. Aber ja, das ist ja das, was ich auch schon mit dem ganzen Carbon-Teil meinte, dass wir eigentlich rund um den Schwerpunkt maximal weit weg jetzt maximal viel Gewicht rausgeholt haben. Genau. Das heißt, ich bin der Meinung auch, dass sie auf jeden Fall rein muss. Ja, so, die Jungs kleben jetzt die Scheibe ein und dann geht's weiter. Also, unsere Scheibe ist drin und so langsam wird es auch ein Auto. So, was haben wir die letzten Tage gemacht? Also, am allerlängsten hat es wirklich gedauert, diese Türen einzupassen. Ich saß da wieder mit Mike ein paar Stunden dran, ist wirklich krass. Sie sind jetzt zwar drin, wir haben sie übrigens auch nochmal neu lackieren lassen. Das heißt, wenn man hier so reinfilmt, stellt ihr fest, dass sie jetzt weiß ist. Ist auch von innen gleich viel, viel geiler. Also, wenn man jetzt... Also reinfilmt die andere Tür, sieht das schon in weiß deutlich geiler aus. Und es ist tatsächlich soweit, das Auto ist annähernd fertig. So, das heißt, wenn alles gut läuft, ein paar Tage und es ist Motorshow. Hier haben wir nochmal von Daniel Animal Racing ein paar Sitzkonsolen bekommen. Sieht mal richtig geil aus. Und das Krasse ist, jetzt kann man wirklich den Sitz auf dieser Konsole, guck, hier ist überall noch der Staub vom Corserie-Schleifen.
Weil wie gesagt, bis wir die Türen wirklich passen hatten, wir mussten den Griff einpassen, wir mussten das einpassen. Also das war wirklich, ja, egal. Jetzt ist er erstmal einigermaßen drin. Ich bin immer noch nicht zufrieden, wie die Tür sitzt. Aber es ist für die Messe auf jeden Fall erstmal okay. Sitzkonsolen sind drin. Voll geil. Jetzt kann man den Sitz wirklich, wenn ihr hier mal guckt, wie viele Verstellmöglichkeiten wir haben. Wir haben hier alleine 4x4 Löcher. Und vorne passend dazu die Langlöcher. Das heißt, man kann den Sitz wirklich genau so stellen, wie man ihn gerne hätte. So. Ja. Dann brauchten wir noch Spiegel. Habe ich mich zu diesen kleinen Mini-Carbon-Spiegeln entschieden. die, jetzt müssen wir einen anderen noch reinmachen. Das zeige ich euch mal. Also das sind definitiv so richtige Rennsportspiegel. Wiegen wirklich gar nichts. So typische wie aus Rollerzeiten. So typische F1-Spiegel, wobei die F1-Spiegel waren noch kleiner. Die haben jetzt, was weiß ich, wie viel Quadratzentimeter Fläche. Ich glaube ungefähr 100. Das ist das, was man laut Reglement haben musste. So, wie machen wir die da fest? Ganz einfach, ich habe einfach kurz eine Adapterplatte gemacht. Die Schrauben gehen durch die Tür und von innen mache ich einfach ein paar Muttis hinter. Und schon sitzt das Ganze. Zack. Ha! Und schon so, schon sitzen sie. Wenn man von vorne drauf guckt, sieht schon ziemlich geil aus. Dem einen oder anderen wird jetzt allerdings sofort auffallen, der Spiegel ist natürlich viel zu tief und man sieht rein gar nichts. Also ich dachte, mal kurz Spiegel anbauen, wie mal kurz so ein Auto bauen, kannst vergessen. Der Spiegel muss natürlich viel, viel höher sitzen. Das heißt, wir müssen nach der Messe, das schaffen wir jetzt vorher nicht mehr, diesen Arm nochmal neu biegen, dass der Spiegel eher hier oben sitzt. Weil wenn ihr guckt, man muss ja schon logischerweise rüber gucken, um im Spiegel überhaupt was zu sehen. Aber so sieht's geil aus, ne? Ja, Spoiler haben wir jetzt erstmal in der höchsten Position festgemacht. Dachkantenspoiler dazwischen haben wir erstmal weggelassen. Wir lassen das erstmal für die Messe genau so, finde ich. Sieht aber Affentitten geil aus. Bestätige ich. Ja. Hat schon irgendwie was, ne? Ich finde, wenn man jetzt so vorsteht, ihr werdet das live auch sehen, hat so ein bisschen was von wie so ein Auto aus dem Rennspiel. Also so unreal irgendwie, ne? 100%, ja. ProTech-Räder, wie sich das gehört, hatte ich ja schon gesagt, 9x17 und jetzt zieht es euch rein. Hier ist ein 24er Michelin-Slick drauf und das geht einfach mal komplett hier rein. 9x17 Felge mit einem 24er Slick und da ist sogar noch Luft. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen so breiten Slick rundum und die Radhäuser stecken das einfach weg. Je länger ich drauf gucke, je geiler finde ich auch das Sichtcarbon. Ich bin gespannt auf eure Meinung auf der Messe, aber so mit passend zum Dach und so, die Spiegel, sieht das schon echt saftig aus. Ja, eine Sache ist leider noch nicht da, ich hätte sie euch gerne im Video gezeigt, geht allerdings nicht. Alex Chromfabrik hat mir hier natürlich aus Alu nochmal ein geiles neues Gitter gelasert. Hier und hier und hier. Ist leider heute nicht mehr rechtzeitig angekommen. Wir müssen aber jetzt dieses Video drehen, weil Essen Motorshow ist nicht mehr lange hin und das Auto, ihr wollt es ja einmal fertig sehen. Was ich halt am allergeilsten finde, ist hier. Dieser Schriftzug, der ist von Michelin auflackiert. Vielleicht komme ich an so eine Lackierschablone dran. Ich würde ihn überall drauf lackieren. Nee, also das sieht so geil aus. Das feiere ich schon. Das ist schon immer das geilste Gefühl, wenn so ein Auto nach und nach zusammengebaut wird und man jetzt so das erste Mal drin sitzt. Nee, aber so stelle ich mir das vor hier. Einfach sprachlos, wenn es ja wirklich so nach und nach ein Auto wird. Boah, das Lenken mit den Slicks ist kaum noch. Das ist wirklich Maximum. Vorhin krass ist, wie viel Platz man hier noch so drin hat. Dadurch, dass das jetzt wirklich alles auf Maß gebaut ist, passt es halt wirklich einfach nur genauso. Pass auf, ich schmeiß mal die Tür zu.
sitzt man schon gut tief drin, ne? Geil. Ja. So viel dazu erstmal. Jetzt fehlt noch irgendwas, was ich euch noch nicht gezeigt habe. ProTec-Räder haben wir, Verbreiterung, Sichtcarbon haben wir, Spiegel sind dran, Konsolen sind drin, Innenraum ist soweit fast fertig. Heute Abend kommt Ron noch einmal vorbei. Mal gucken, was der Spinner wieder mitbringt. Irgendwas hat er noch gebaut. Höhe passt. Ja. Ich würde sagen, achso, eine Sache, die wir nicht fertig bekommen haben, sind die makrolohen Seitenscheiben, weil ihr seht, das Problem, die Scheibe muss auf jeden Fall diesen Rahmen haben. Wenn die Scheibe nicht diesen Rahmen hat, sieht das einfach nicht gut aus. Also für mich zumindest von der Optik her. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Gummirahmen auf die Makrolohnscheibe kriegen. Das geht aber definitiv erst nach der Messe, das schaffen wir vorher nicht. Deswegen würde ich sagen, wenn dieses Video online geht, ist es Dienstagabend. Ihr kriegt jetzt noch einen kleinen Porn. Bin sehr, sehr, sehr stolz auf das Auto. War jetzt doch ein Jahr Arbeit, aber das Ergebnis ist wirklich, wirklich geil geworden. Ich bin gespannt, was ihr auf der Messe sagt. Also verstecken braucht man sich mit dem Auto auf jeden Fall nicht mehr. Und guckt euch auf jeden Fall die ganzen Details an, wo wir das letzte Jahr darüber gesprochen haben. Ich habe erst überlegt, ob wir das Auto jetzt wiegen. Machen wir aber nicht. Das machen wir, wenn es alles fahrfertig ist, weil es fehlt noch ein bisschen Elektrik, Flüssigkeiten und so weiter. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch einen kleinen Porn und dann geht es weiter mit dem Donnerstagsvideo, weil ein Video vor der Messe bekommt er noch. Aber viel Spaß, Film ab, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr feiert das Auto genauso wie ich. Barth raced motorbikes in the 20s and 30s. After the war, he set about developing four-wheeled races. Our Barth was a large factory in Turin and it had a network of dealerships all over Europe. Thank you.